Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. So, jetzt muss ich was probieren. Ah, geht. Ha. Ich dachte, ich hätte nämlich gerade wieder rausgetappt gehabt, natürlich, um das Outro aufzunehmen der letzten Folge. Und da dachte ich doch tatsächlich sozusagen, dass ich jetzt mal wieder ins Menü komme. Das passiert immer dann. Naja, ist nicht, sondern wir stehen hier vor dem Fidan. Wir können mit ihm reden, ne? Hey, können Sie mir helfen? Ich suche nach einer jungen Frau. Dunkle Haare, zierlich, schlagfertig. Sie heißt Jade Aldemir. Ja, die war hier. Sie haben sie gerade verpasst. Sie saß hier eine Weile mit finsterer Miene herum und verschwand dann. Scheiße. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein. Aber Sie sind Crane, richtig? Das ist von ihr. Amir, warum hat sie das für mich dagelassen? Keine Ahnung. Aber sie bat mich, ihnen etwas zu sagen. Nicht noch einmal. Was immer das heißen soll. Na gut. So, wir sollen die Universität verlassen, hä? Jetzt gibt es aber hier noch Zeug zu reden. Na? Move it! Hast du das gehört? Warum dreht jemand die Musik so laut auf? Da hat einer echten Todeswunsch. Die Sache mit dem Glauben. Oh, 10.000. Können wir gleich mal machen? Finden Sie heraus, woher die Musik kommt. Ach, übrigens. Ja? Arbeitest du mit Gewehr? Dann besuch mal unseren Büchsenmacher, Rupert. Mach aus einer Spielzeugpistole eine Haubitze. Ein Schalldämpfer wäre nützlicher. Wo finde ich den Typen? Er ist eine Weile nicht mehr in der Werkstatt gewesen. Schau in seiner Wohnung nach. Könnte ich machen. So, Rupert, der Büchsenmacher, das ist auch gut, ja? Nehme ich jetzt erstmal nicht als, ja, ne? Als Primärquest. Da muss ich einfach gucken, wo das ist. Was haben wir hier? Polizeigewehr, außerordentlich orientalisches Schäppisch. Was auch Schäppisch immer ist. Wahrscheinlich ist Schäppisch orientalisch für Schaschlikspieß, keine Ahnung. So, hier haben wir nichts mehr zu verkaufen, groß. Na? So, warte mal, hier oben war doch irgendeiner. Verlassen jetzt erstmal die Universität. Jade Crane hier. Hörst du mich? Jade, kannst du mich hören? Nichts. Troy Crane hier. Bist du da? Gut, dass ich dich erwische. Savi hat es geschafft, das Störsignal zu durchdringen. Komm am besten zurück. Du musst das einfach sehen. Warum? Was muss ich sehen? Was da draußen passiert. Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Komm schnell zurück. Ich meine es ernst. Okay. So, gucken wir nach den Quests mal. Ne? Halt, wir gucken mal auf die Karte. So, wir haben hier, finden Sie heraus, wo die Musik kommt. Wir haben hier die nächste Mission. Sehen Sie sich die Übertragung an, die Treu abgefangen hat. Und hier drüben ist Rupert, der Büchsenmacher. Ich würde ja gerne Rupert machen, ne? Einfach weil vielleicht kriegt man auch das. Die eine oder andere geile Büchse halt, ne? Also Knarre. Oder ein Schalldämpfer wäre wirklich geil. So, aber wir machen jetzt erstmal hier hinten, ne? Da ist es, glaube ich, die Ecke. Hohohoho. Der flog aber gut. Scheiße. Okay, es war ein Versuch. Ich dachte, man könnte so schön über das Ding drüber segeln. Na gut. Sehr schön. So, wieder ein GRI-Paket. Da hört man auch schon die Musik. Oh, mal wieder ein Sack voll Wertsachen.
Aua. Und tschüss. Kannst du eigentlich schwimmen? Scheiße. So, wir holen jetzt erstmal da oben die Safe, diese Sicherheitszone. Einfach aus taktischer Überlegung, wenn ich jetzt irgendwie sterbe und ich gleich in der Nähe spawn, ne? Klar. Oje. Ah, guckst du. Sei kein Feigling. Runter! Los! Was zum... So. Ein weiteres GRI-Paket. Auch das ist schön. So. Traumhaft. Und wunderbare Wertsachen. Gestohlene Wertgegenstände. Finde ich immer gut. Vor allem, wenn ich sie stehle. Genau, die inaktive Sicherheitszone. Ach so, ja. Und da halten wir wieder unser immer gleich aussehendes Ding. Okay. So, erstmal reparieren hier. Auch hier wieder das Fenster zumachen. Bleib mal ganz ruhig. Na, hey. Okay. Hier wieder die Tür zu machen, geht nie. Sehr gut. So, ich kann nochmal Zombies looten. Und raus hier. Jetzt ab zu dem... Ding mit der Musik. So, immer nach oben. Ich weiß, warum Sie hier sind. Ihr Erzfeind erwartet Sie. Er wartet schon sehr lange. Sind Sie ihm begegnet? Er wollte meine Visionen einst zu seinem Vorteil nutzen. Aber ich werde einem wie ihm nichts offenbaren. Ihnen dagegen schon. Und wie viel soll das kosten? Der Preis ist hoch. Aber Sie werden ihn nicht an mich zahlen. Gehen Sie jetzt zum Fluss. Dort finden Sie ein duftendes Nachtschattengewächs, das sich nur im Mondlicht zeigt. Die Rauschwaden seiner Glut helfen Suchenden, den Schleier zu durchdringen. Nichts mehr auf Lager? Ich brauche einige Zweige dieses Krauts. Vielleicht besorge ich sie. Aber schalten Sie besser diese Musik ab. Hier tritt nur ein, was ich eintreten lasse. Nun muss ich meinen Geist entleeren. Na gut. Soll ich nachts... die Dinger holen. Hoppala.
Ach, scheiß drauf. Da ist noch ein GRI-Paket. Wo ist das? Hä? Oh, ein Rammer. So, muss ich das echt nachts machen? Oh ja, aber Fluoreszieren. Hallo? Mann. Ich habe auch Pilze, würde ich sagen. So, es sieht so aus, als würde ich es wirklich nachts machen müssen. So, was geht's denn hier hin? Nirgendwo hin. Auch gut. Na gut. Dann werde ich wohl nachts irgendwann wiederkommen müssen. So. Hier haben wir eine Ambulanz. Medikit. Schön. So, was ist da hinten los? Wieso lässt du mich nicht in Ruhe? Aua. Oh, fuck. Hör doch mal auf, den anzugreifen. Du stirbst bloß, du Honk. Scheuert, ey. Du hast gar keine große Chance, alleine das zu machen. Da oben sind wieder Soldaten, also sprich Reißmänner. Na? So. Ob ich einen von denen erdolchen kann. Psst, ich hab was gehört. Hey. Oh! Ah, shit. Okay. Hätte ja klappen können. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir hier? Sehr schön. Da können wir jetzt mal schlafen. Und da gucken wir mal uns nachts dort das an.
So. Schrinne. So, Sicherheitszone. Hier geht's ab. Kann ich hier irgendwo runter? Da kann ich runter. Scheiße. Ein paar Pilze mitnehmen. Ach ja, jetzt sieht man sie auch ganz deutlich. Da hinten ist noch ein Flüchterfutterplatz. Bei meinem Glück wird da aber auch ein Schattenjäger rumhängen. Na, wie komme ich da hoch? Hä? Ich hab gerade die Orientierung verloren. Ah, hier. Das ist die Brücke. Was ist hier? Das ist ja nett. Okay. Eine Kiste. Eine Zombiefigur, geil. Wo komme ich jetzt hier raus? Na genau. Okay. Schmerzmittel. Hey, das sollte man doch suchen für den für die Any Quest. Spritze. Questbandage. Hä? Okay. Ach, das waren schon drei. Okay, na dann. Das ist gut, dass wenn ich als nächstes mal wieder im Turm bin, muss ich dran denken, die Quest abzugeben. Na? Aber bis dahin vibriert mein Timer. Ich will da drüben eigentlich noch so ein Flüchternest. Oh, hier.
Herrlich. So ist jetzt. Komisch. Was ist denn das für eine Blume? Oh, eine toxische Flechte. Wobei das eher aussieht wie eine Blume als wie eine Flechte. Aber na gut. Ja. Sehr schön. So. Jetzt können wir ja mit dem Ishak reden und dem das Nachtkraut abgeben. Hallo? Wollen wir eine Runde schlafen? So. Hilfe. Hier komme ich glaube ich nie hoch. Nee. Aber hier vielleicht? Nie? So, wie komme ich jetzt hier wieder weg, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen? Ist ja eklig. Das ist auch eher Scheiße. Jetzt geht's hier aber los. Das ist ein Rammer. Das ist nicht besser. Gehen wir drüben irgendwo hoch. Ah, okay. Fuck. Alter, die Waldfee. Der hat's mir aber gegeben. Komm ich jetzt ja wieder hoch? Ah, hier, warte mal. Das sieht doch gut aus. Ach komm. Sehr schön. Da unten, ne? Dietrich, auch schön. So. Hier noch eine Kiste öffnen. Und dann geht's ab zurück. So, wo ist jetzt? Da drüben ist eine Sicherheitszone und hier. Aber ich denke, bei der sind wir einfach besser aufgehoben hier. Scheiße, 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 scheiße. Aua! Hör auf mich zu hauen!
Nacht überlebt. Eine lebende Legende. Was ist das für eine... Die ganze Nacht durchgezecht habe? Zerstörer. Boah, hier geht's aber ab, ey. Das ist übrigens cool mit den Glocken, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir erstmal hier. Haben wir einen Punkt freigeschalten. Würde ich sagen... Das haben wir jetzt gemacht. Geld brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Also können wir erstmal das alles andere machen. Explosives Hobby. Können wir jetzt verschiedene Sprengstoffe unlock bomben. Mhm. Na? Hallo? Sitzt Ihre Kräuter. Legen Sie das Kraut in die Schale, dann fangen wir an. Okay. Ich lege das aber nicht mehr jetzt, nicht mehr heute in diese Schale, sondern in der nächsten Folge machen wir das. Also, bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Mir fehlt da gerade der Faden. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's weiter mit ein bisschen Hokuspokus hier in dieser Feuerschale. Also, bis dahin, tschüss! Eine lebende Legende, ne? Das bin ich jetzt, eine lebende Legende, ne? Zumindest so heißt der Erfolg, den ich gerade freigeschalten habe. Und das bedeutet nichts weiter oder nichts mehr und nichts weniger, als dass ich Stufe 18 geworden bin, ne? Da freue ich mich ganz doll und habe auch ein neues Outfit freigeschalten. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich das demnächst einfach mal anprobieren. Mal gucken, wie das so aussieht. Ja, und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder als lebende Legende, ne? Geil. Ciao.